So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir begeben uns jetzt einfach mal in den Senat. Ja, mit uns bei mit uns den beiden bekannten Ah, Meister. Lichtgestalten, der von der Verschafft Felix. mir das Vergnügen. Ja, was Willst du die verschafft uns Geschichte denn das fortsetzen? Vergnügen? Ja, eine schreckliche Wahrheit. Ja, das finde ich auch. Let's go. Meister Windu, ihr steht unter Arrest, Kanzler. Wollt ihr Wie mir schnell? etwa drohen, Meister Jedi? Der Senat wird über euer Schicksal entscheiden. Ich bin der Senat. Aha. Noch nicht. Jawohl. Ach, richtig geil. Anakin. Jedi übernehmen die Macht. Ich werde das beenden. Ein für alle Mal. Nein. Nein. Ich habe die Macht, um deine Liebe zu retten. Brauche ihn. Was habe ich getan? Lerne die dunkle Seite der Macht zu nutzen. Ich werde tun, was immer ihr verlangt. Von nun an wirst du bekannt sein als Darth Vader. Eine große Veränderung der Macht, ich gespürt habe. Tarful, weiter nach Kashyyyk, wir müssen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass sie das animiert haben, die ganze Szene, weil das hat super Wirkung gehabt. Ich glaube, das wäre im Level ein bisschen doof gewesen, wenn man da irgendwie zu Kanzler reingegangen wäre. Ja, wirklich. Das sah schon. Also, ich bin da voll, aber. Erstmal möchte ich den Kometen jetzt zerstören. Ja, du darfst mal wieder. Ja, das ist schon gut. Du machst keinen Schaden. Hallo? Das ist mehr auf die Mitte hier. Vorziehen, weil jetzt wird er nicht. Perfekt. Ja, und dann geh einfach mal direkt rein nach. Aber was, die geben 5? Ja, die geben immer 5 Stück. What? Richtig. Dann wir mal auf Kashyyyk. Oder Kashyyyk, besser gesagt. Uns aufhalten, diese Droiden werden nicht. Droiden? Das wäre gerne jetzt Klone. Nee, noch ist die Order 66, glaube ich. Er hat ja gesagt, ich habe eine große Veränderung der Macht gespürt. Ich meine, klar, ja, im Film, ja, ich weiß, Stefan. Aber wir sind jetzt hier im Lego-Game. Oh, ich hab dich gerammt. Du landest nicht mehr. Oh, na, das sieht geil aus, Alter. Ja, oder wollt man gibt's hier gibt's hier den Riesenbaum? Können wir den im Hintergrund sehen? Diesen. Den gibt's in Jedi Fallen Order und das sieht richtig geil aus, Alter. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Oh, ich bin jetzt wieder gut da voll. Hä? Bist du jetzt schon wackel? Nein! Nicht wieder Fukis rein. Nein! Alles nur das nicht. Ja, okay. Ist ja in Ordnung. Gott, was soll ich denn für ein geiles Gewehr? Nein, habe ich da einen Karabiner oder was? Ich darf hier wait, wir sind immer noch nicht im wir sind noch nicht im Level, oder? Nee, Level sind wir noch nicht. Wir müssen erst die Wookies befreien. 3 Stück auch wieder. Guck mal, du kannst jetzt dich hier hin dingsen und einfach. Oder das kann ich machen. Pam pam ja. Pam. Kann ich das auch? Hier ist auch einer. Nee, ich schieß grad hier mit dem. Ja, ich hab ja auch einen. Krieg ich nicht. Ja, wie lange braucht denn der? Der geht auch nicht, die gehen nicht. Da gehen die nicht. Zu weit hinten. Was? Muss gehen. Wenn man lang genug draufballert, wird es auch passieren. Ah, ich bin schon ein bisschen enttäuscht.
Ja, okay. So, wo ist denn hier der Wookie drin? Hier drin. Ja, was war's mit dem? Der andere ist oben. Ja. Ui. Gut, dass du einfach da rein. Ja, ist doch egal. Und der erste Mann. Sehr gut, erste Mann. Oh, hallo. Wir haben ihn jetzt nicht befreit. Doch, eigentlich schon. So, wir müssen was bauen hier. Hallo. Hä, ja, was? Toll. Einfach noch so ein Trüchte. Was für so ein Einzelner. Jetzt müssen wir zur Chewbacca rennen. Und da steht dann das Level. Ja. Na gut, dann. Auf zu Chewbacca. Die Frage ist, wie wir da hochkommen. Weil das ist ein bisschen weit oben. Ja, geht schon. Einfach den gelben Pfeil folgen. Du hast gut reden. Ja, schon. Ja, aufgewachsen. Ich geh mal die Leiter hier hoch. Wo bist du denn? Weiß ich, folgst du dem gelben Pfeil? Was für ein Ich hab keinen gelben Pfeil. Ach doch, da unten ist ein gelber doch, Pfeil. Doch, du musst einen gelben Pfeil. Ich nehme mal eine alternative Route. Oh, und der Felix hat dich bei mir Rollen getauscht. Ich glaube, ich kann keine alternative Route nehmen. Warum kann man hier hoch, wenn hier nichts ist? Ja, es muss ja nicht alles einen Sinn ergeben, Felix. Mann, ey. Du musst endlich mal klarkommen. Manchmal verarscht dich das Lego-Game halt auch. Bin nicht nur ich, der dich verarscht, sondern manchmal halt auch das Lego-Game. So. So, hier war mal ein Jedi-Rad, glaube ich. Boah, das brauchst du, glaube ich, nicht mehr. Ich kann außen hier hochlaufen. Ah, okay, jetzt gehe ich hier rein. Ja, war ich auch. Hier im Baum. Ja, bis du da bist, kann ich mal. Ich meine, ich könnte hier auch mitziehen, aber... Ja, also okay, einfach den Kyber-Dings holen. Ah, Level starten. Ja, okay, Druiden angriffen, Tukis. Sonst starten wir das Level einfach. Ja, würde ich auch sagen. Weil wir ja immer mit den Levels jetzt anfangen auf einmal in den Episoden. In den Folgen, nicht Episoden. Ja, diesmal ein bisschen was davor gemacht. Ah, nicht viel. Wookies mit Freude. Ja, sag ich. Die Zeit ist gekommen. Für die Order 67. Ja, mein Lord. Nicht 67, Order 66. Führ die Order 66 aus. Yay! Jetzt mal dabei grinsen. Sie tanzen auch. Ja, das war's mit meinem Lord. Chewbacca, darf in ernster Gefahr wir sind. Na, eigentlich nicht. Klone! Warum reiß ich dir jetzt nicht der Arm ab? Weil die zu mächtig sind. Offenbar. Ups. Nein, ich hätte. Und kann ich heute noch einen Counterangriff? Komm, greif an, los! Warum kann ich die hier machten? Ich kann einfach richtig wegkommen. Hä? Wieso dürfte ich. Wieso dürfte ich den gar. Keinen Konterangriff machen? Ist halt im Maul? So. Jetzt kommt. Oh. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Weg. Ah! Konter reißt die Arme aus. Ja, genau. So, schneid mal ein Loch. Okay. Okay, schneid mal einen Strich. Warum? Das sieht so aus, als wenn ich die ganze Zeit die hier. Ja, komm, wegen. Als wenn ich die also, hier bin hell, oder? Dingsen könnte. Machten könnte. Na, guck mal, die haben alle so einen Kopf da an, aber ich weiß nicht, wie ich die mache. Machen kann ich die. Du kannst bestimmt die Gedanken kriegen auf dem. Ja, ja, aber wie? Ja, mit B. Ja, habe ich gerade versucht, habe ich aber weggehauen. Oh. Ja, was sollen wir denn dazu noch sagen, Felix? Wenn du die einfach weg. Da wird ein Minikit angezeigt auf der Karte. Wird das angezeigt? Sie werden angezeigt. Weißt du. Wurden die vorher schon angezeigt? Ich vermute mal, ja.
Oh nein. Oh, wie bin ich denn? Bin ich doch gar nicht hingehört. Ich aber. Was machen die denn jetzt? Oh. Bring ihre eigenen Leute um, okay. Wütendes Knarren. Diesen Wookie erreichen wir hier. Und wachsam, wir müssen bleiben. Okay. Oh, Konter? Kann ich sie einfach runterschmeißen? Nein, nicht. Ja, ich kann die einfach runterschmeißen. Mach dir den. Okay, ich kann rumbringen so. Oh, der hat den Kopf. Hey, oben ist Sidious. Ein Fortschritt. Wo? Hier. Hallo, ja. Oh, hallo. Schon Stock. So. Also, was sollen wir hier machen jetzt? Weiß ich nicht. Ja, warte mal, hier ist ein Minikit jetzt. Warte, hier. Oh, die Musik, hörst du sie? Ey, ich hab das Game ein bisschen zu leise, die Soundeffekte zu laut. Glaub ich. Schade. Ja, was müssen wir jetzt hier machen? Einen fortschrittlichen Mechanismus schaffen. Oder meinst du fürs Minikit? Ja, na gut, Minikit können wir uns auch im zweiten Spiel holen. Ja, ich will. Hä, wo soll das weiter? Auf dem Dach vielleicht. Oh, ja, ich bin sowieso jetzt weg. Ja, es wäre am Dach gewesen und wetten, ich kann das nicht so. Kannst du dich ranziehen vielleicht einfach gleich? Ja, würde ich gern. Uiuiui, ach, das ist der Rettungskapsel. Oh, der ist eigentlich relativ geil. Ja. Das schaut noch, also. Ja. Schaut cool aus. So, darf ich da hoch? Kann ich hier hinter der Decken einfach verstecken? Warte mal. Darf ich vielleicht. Ich kann wirklich auf den Klon zu Klon springen, wenn ich hier ran springe einfach, dann kann ich. Jetzt ist kein Klon mehr hier. Ah, ja, der hätte ich dich gebraucht, befürchte ich. Es sehen ich kann. Es unterbringen wir werden. Und hier irgendwas bauen. Na ist gut. Das hier. Dann eben kein Minikit. Ach, das ist wieder ein. Muss ich hin? Ah ja. Alles krass, überhaupt nicht gesehen. Kann ich den Bombi durchschneiden? Nee, ich muss hier hoch. Aber das ist Silber. Ja, du musst da raus. Ich mach ihn mal wie Münzen. Ach nee, du musst es da rausziehen, da oben. Das muss ich? Oh, nein, nicht schon wieder. Ja? Da, ach, da oben. Dann Baum. Hä, wo? Wir gehen nach hinten, jetzt ziehen. Ah ja. Hat mir erstmal erschlagen, perfekt. Sehr gut. Kann man jetzt hier machen? Wieder bauen? Kannst du irgendwie hier bauen? Nee, das kann man einfach zerstören. Ich darf hier nicht. Ah doch. Was wollen wir bauen? Hamburg. Ist es nicht? Kommt zwei Sachen. Das hab ich bauen. Anhieb ergreifen. Ah, wow. Hey, lol. Okay. Jetzt reißen wir es ab und bauen es auf der anderen Seite mal kurz wieder auf. Ach, gern. Aber du musst. Das hatten sie auch in Erwachen der Macht schon gehabt. Ah, okay. Dass man mehrere Sachen aus einem Teil bauen kann. Du hast mich einfach zurückgelassen. Oh. Tja. Ich fürchte, hier kommen wir nicht rüber. Oh, Konter. Konter. Doch, doch, da kommen wir rüber. Das ist Mookie. Warte, Anlauf nehmen. Ah, du verschwindest mal unsere Münzen. Nee, nee, nee. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir sind im Level. Aber Ariel war ja auch schon mal einfacher. Allerdings. Wirklich, also, früher konnten wir das noch so nebenbei erreichen. Druiden und Klone kämpfen gemeinsam. Seit wann? Das war auch schon ein kompletter. Also. Meinst du? Ja, ja. Aber. Wenn ich hier unendlich Geld machen würde, ich das wieder aufbaue jetzt. Sehr witzig. Nee, okay. Was soll ich da mal runter?
Autsch, ich wurde gerade richtig fett von der Bombe weggeschossen. Ah, hier kann ich auch was bauen, okay. Ja, wenn's kann. Was von der Bombe? Ja, von der Bombe. Alter, was gibt's den Sprungangriff oder was? Naja, wenn du springst und dann. Lol. Nee, aber ich meine auch von oben, also einfach nur weil ich runtergefallen bin. Oder habe ich da. Bin ich gerade gesprungen? Ich weiß es gerade nicht. Doch, ich glaube, ich bin, bevor ich runter bin, bin ich gesprungen und bist du wahrscheinlich. Ich will es nicht bauen. Kann ich ihn einfach raushauen aus dem Ding? Nee. Ja, hallo, ich will hier was bauen. Hä? Boah, das ist gut. Hier. Machst du eigentlich? Der hat den Läufer hier kaputt machen. Das scheint mir viel einfacher gewesen, wenn ich den einfach zerstört hätte, aber mein Gott. Wahrscheinlich. Ah, naja. Naja, mich muss er hier. So. Über meine Rettungskapsel. Hey, was? Vincent. Wir werden sowieso nicht wahr reden hier. Doch, doch, doch. Ich bin doch insane. Du hast kein Vertrauen in mich. Nee. Bin ich manchmal schäbig. Mein. Okay. Es ist einfach so, ich bin einfach vorbeigelaufen. Oh. Naja. Vermissen ich euch werde. Microphone muted. Microphone activated. Die haben sonst noch überlebt. Gehört von niemandem. Wir haben. Ach nee, kriegen wir doch keinen. Hallo? Eine Antwort erwünscht sie wäre. Wenn diese Nachricht ankommt, zurückrufen du wirst. Leer der Jedi-Tempel ist. Besorgt ich nun bin. Vernichten die Sith. Wir dürfen doch nicht mit Anakin spielen. Das hast du gut gemacht, mein neuer Schüler. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Nutze deine Gefühle, Obi-Wan. Dann empfinden du wirst. Meister Jedi, wir hatten das Schlimmste befürchtet. Senator Organa, Meister Kenobi unterstützen ihr könnt. Kommt, dem Imperator einen Besuch wir abstatten müssen. Oh nein, das ist doch... Wir haben nicht mal eine Szene bekommen, eine Cutscene, wo man eine Knopf im Tempel hat stürmen sehen. Ja. Stefan. Ja. Warum nicht? Das war das, also, das habe ich mir doch so sehr gewünscht. Das war das Einzige, was das Einzige, was ich richtig wollte. Ja, das war mal wieder erfolgreich mit den Herausforderungen. Ja, da war gar nicht schon. Wissen wir, ja. Na, wen haben wir freigeschaltet? Ja, ah, nochmal ein Kanzler. Warum gibst du auf den Kanzler? So, was ist mit ihm jetzt? Warte mal, kein Bestand. Ich hörte einige Meister sagen, hä? Wenn ihr die Büsten in einem, hä, warum bist du denn nicht tot? Hallo? Würde etwas in diesem Raum Juristen. Seine Szene. Schön. Ach, warte, sorry. Ich muss Anakin nehmen. Meinst du, ist die Archivarin? Hä? Nein, ja. Wir sind in der Story. Wir haben keine Dings. Ja, eben. Aber warum leben die denn noch? Was soll das denn? Scheiße, die Lüngling. Ey, ja, genau, jetzt sicher. Lol. Ich hab mein Lichtschwert einfach durch dieses Fenster gerade darauf geworfen, hast du es gesehen? Warte mal, ist Yoda ein kleiner Charakter? Oder ja, kommen jetzt die 3PO, oder? Ja, wahrscheinlich. Da kommen wir jetzt nicht ran. Hier bräuchte ich, oder wie? Nee. Doch. So. Musst du machen. Genauso wie das hier. Oh, das ist Obi-Wan. Lol. Hä? So, soll ich denn damit machen? Mach das da hinsetzen. Ein Qui-Gon, ein Obi-Wan. Was ist das? Ach so, warte mal, da hinten sind die. Ah nee, warte. Hallo, ja. Muss hier hinschauen. Oh Mann, wie viele. Aber links davon oder rechts davon? Immer rechts davon. Also Obi-Wan muss hier hin, wo Count Dooku gerade ist. Count Dooku ist. Wo ist Count Dooku? Es gibt, ja, aber es gibt ja nur drei Bilder. Auf der anderen Seite sind ja noch andere. Ach so, was? Count Dooku. Ach lol. Ach so. Ja, Count, nee. Dann geht. Da ist Count Dooku. Weg damit. Weg damit. Ihn hier brauche ich auf der Seite. Seid damit zwei. Vorsichtig. Qui-Gon, wo ist Qui-Gon? Da. Ein, machst du das? Mach dem. Warte, du kannst nichts machen.
Doch, doch, ich kann den weghauen. Wenn ich. Was wisst ihr wo? Ich bin dumm, sorry. Ah ja. Also vorher konnte ich den noch weghauen. Hä? Wo habe ich die Statue noch rumschmeißen dürfen? Ja, ja, ja. Ein Trick. Unfähig, du bist. Ah, ich seh's. Ich find's ja auch schlimm, dass ich. Wer bin ich eigentlich? Taifu. Also. Guck nach. Oh, ha, tatsächlich. Nein, macht er das. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Hä? Ja, es ist ein Jocaster nur, Digga. Ich bring dich gleich um. Würde ich jetzt sagen. Ah. Oh, gibt's jetzt 6 Stück? Seid gegrüßt, mein Freund. Sucht ihr nach Wissen über die Galaxis? Das ist die Schnauze. Was ist denn los mit der? Oh, warte mal, was? Hab ich das jetzt bekommen? Warte, gehört. Was sind hier Infokarten? Reden. Ist Mace Windu. Benannt nach der Waffe, mit der er seine einzige Sumpfschwinge fing. Dem Wind. What the fuck? Das werde ich besser nochmal nachschlagen. Was? Ja, besser wär's. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Ah. Jagd auf die Sumpfschwinge war ein so hitziger Dooku, belegte den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan, okay. Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten mal, hast Platz du hast nicht vor, dass ich die irgendwie ausreden zu lassen oder so, oder? Nee, der regt mich gerade auf. Bin ich ehrlich, da ließ ich es lieber selber, weißt. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln, konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Verarscht dich. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, der lediglich eine einzige. Und das auch nie, weil diese von einer so langen Geschichte. Fragt ruhig, wenn ihr sie erneut. Was? Hä? Warum ich wirklich nichts verstanden. Du musst. Ne, ich weiß nicht. Sumpfschwinge, was soll denn Sumpfschwingen sein? Ja, ich weiß. Ja, kein Juk jetzt nicht mehr. Wir gehen. Aber was soll denn Sumpfschwingen sein? Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt auch egal. Nee, wait. Ah, du musst die nochmal umstellen. Warum soll ich die umstellen? Weil hier, da steht der 6. Platz, 5., 4. und so weiter. Und jetzt, ich habe gerade gesagt. Oh Gott, was habe ich gerade gesagt? Wer welche? Also Yoda ist auf jeden Fall letzter. Ja, du darfst das nochmal anhören. Dann, ja, also Yoda ist auf jeden Fall letzter. Konduke war erster, weil er geschummelt hat. Kannst du schon mal anfangen. Qui-Gon war zweiter wahrscheinlich. Die Jagd auf Dooku belegte den ersten Platz. Ja genau, Dooku erster, das wissen wir. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, Qui-Gon zu übertreffen. Genau, also Obi-Wan wahrscheinlich zweiter. Nee, Schwan Ki-Adi-Mundi war zweiter. Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasst. Ja, genau. Weil der Schiedsrichter die Sumpfschwinge. Dooku, Ki-Adi-Mundi. Obi-Wan, Qui-Gon, Mace Windu, Yoda. Keine einzige Fang. Also kam er als Stockletzter ins. Das war eine Alarm. Ja, perfekt. Das ist mein Schwan. Die Jagd nach den Sumpfschwingen. Wo ist Qui-Gon? Ja, aber wenigstens bringt so einen Kalberstein. Schau mal, wie ich bin schlau. Wo liegt Qui-Gon? Da liegt Qui-Gon. Schlau bist du. Aha. Ja, dir wäre das ja gerade nicht aufgefallen. Ah. Da gibt's jetzt 6 Stück hier, weil wir 6 Türen haben. Ja. Du hast nicht mal mit mir 6 um mal umstellen machen, während du nichts machen kannst, außer diesen. Nee. Naja. Geht jetzt wieder hier. Was steht denn bei Yoda? Schau mal halt mal. Ach ja. Meister Yoda, eine friedliche, ach so, nee. Diplomatische. Ne, hier geht's. Entschied sich dafür, aber da brauchen wir jetzt einen Kopfgeldjäger für. What? Und wurde ja, okay, komm. Letzter. Gut, danke. Ja, gut. Das Ming war eine mehr, ja. 2 Stück reichen aus. Ach so, apropos. Ist nicht lange nicht mehr mit 31, wir müssen gleich mal was machen. Oh, oder warte mal. Oder machen wir erst einmal 2. Wir haben fast 1 Million Stats. Wollen wir nochmal kurz Stats sammeln und den mal 2er dann sehen. Hä, warum ist hier Yaddle einfach? Da gibt's aber Yaddle. Willst du weiter ausgebildet werden?
Finde den Schluchtenkreidrachen in der Wüste von Tatooine. Den Schluchtenkreidrachen in der Wüste von Tatooine. Ah, alles klar. Jetzt wollen wir nach Tatooine. Da die Kraft und den Willen, den Drachen. Ab nein. Das erste. Ja, danke. Ich finde mich auch weise. Ja, nee, Kreidrat, das ist doch, also in Legends ist das sehr wichtig, weil, da später, Darth Quaidon nach dem benannt wurde. Also, bin mir ziemlich sicher. Hey, hier sind Klone! Und? Cool, dann töte ich. Ja, hab ich grad vor. Guck mal, ich glaube irgendwie fürs Aufnahmeritual bei den Tusken musste der Tuske, um aufgenommen zu werden in seinem Stamm, musste bei manchen auch irgendwie einen Kreisdrachen besiegen, töten, was auch immer, glaube ich. Oh, ich habe gerade den Helm abgeschossen. Oder? Weißt du da was? Nee, was ist? Ah, weißt du gar nicht. Weißt du gar nicht, was Kreisdrachen sind? Nee. Ich weiß auch gar nicht, wie die aussehen leider gerade. Aber das sind so Viecher auf Tatooine, ja, die habe ich schon mal gehört. Okay. Also, ja, weiß aber wie gesagt gerade nicht, wie die aussehen, deshalb können wir den Auftrag von Yaddle noch nicht machen. Müssen wir uns davor informieren, wie die aussehen und dann Legospiel abgleichen. Na, auf jeden Fall, genau, also, es gibt Sith Lord of Quiet, der ist danach benannt. Also, boah, wann ist der? 137 Nachschlag von Yavin, glaube ich. Ach, das ist ein Nachschlag von Yavin. Nachschlag von Yavin, das ist ein, der neue Sith-Orden nach Dings. Wo denn die Regel der 2 auch wieder irgendwie komplett ignoriert wird von dem. Okay. Ist dann der neue Imperator, so 100 Jahre nach dem Sieg über das Imperium. Gut, ich würde sagen, bevor wir den Imperator zur Rede stellen und was machen? Machen wir jetzt erstmal den mal 2, den haben wir jetzt gerade. Achso, haben wir, hast du gerade. Ich habe gerade das Geld gesammelt. Okay. Was ist nochmal? Ja. Bei Datencard. Stats mal 2! So, dann muss ich ja glatt mal. Ach, warte, das dann. Oder ist der automatisch aktiviert? Er dürfte jetzt aktiviert sein. Steht irgendwo 2 hier oben. Ja, steht mal 2. Nice. Gut, und dann, ja, steigen wir schon mal ein hier. Rüber zu fahren. Ja, Gott, jetzt muss. Nimmst mich halt nicht mit. Nee, werde ich nicht. Aber ist mir jetzt auch egal. Warte, wo geht's raus? Ja. Wenn man sich im Medi-Tempel verirrt. Ja, ich bin hier nicht so, ich bin Captain Typhoon, okay? Ja, du logisch, stellst den Imperator gar nicht zur Rede, also bleib ruhig da. Ja, ich mach das echt alleine. Ja, perfekt. Außerdem sind ja Klone, das ist viel zu schwer für dich. Ja, also ich bräuchte wahrscheinlich schon ein bisschen länger. So, einsteigen. Wo muss ich hin? Senatsgebäude auf Coruscant? Ich glaube schon. Das ist ja schön. Ja, du hier. Oh, noch ein Klontruppler. Hey! Hätte ich auf irgendeinen Y drücken können, aber nicht. Ja, gut, wollen wir. Was machen wir jetzt zum nächsten Call, oder? Was machen wir jetzt zum nächsten Call, genau? Zur Rede stellen. So, weil ich mich jetzt hier neben die Jedi-Stadt einmal. Im Senatsgebäude. Bist ein bisschen kleiner. Richtig. Ja, und ich stelle mich, ja, zwischen die Kisten, weil ich bin dann bloß ein einfacher Wachmann. Und da würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit diesem Part hier? Im nächsten Part wird es ein episches Battle geben zwischen. Ja, wem? Zwischen wem? Anakin, sag ich jetzt zu dir. Danke. Stefan, zwischen wem? Zwischen dem Quaidrachen und einem Taskenräuber. Genau. Und wie das ausgeht, habt ihr ja schon im letzten Part von Lego Star Wars Secret of the Saga gesehen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dringend empfehlen wir, den nochmal anzuschauen und am Ende die Arcade Battles reinzuschauen, weil da haben wir genau die beiden Duelle, die jetzt noch kommen, nochmal gemacht. Und da werdet ihr auch genau sehen, wie es ausgehen wird. Ja, nämlich habe ich gewonnen, ist ganz klar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Möge die Macht bitte sein. Ja, servus.